Wir schütteln die Bierwelt heute mal kräftig durch mit einem Bier aus der Serie Support Your Local Brewery. Und da schauen wir heute nach Wien, welche Brauerei, welches Bier. Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid nach wie vor noch alle gesund und munter und habt heute mal Lust auf ein zweites Bier. Und ich habe ja gesagt, ich mache diese Woche Biere aus lokalen Brauereien und wenn die Woche so kurz ist und so knapp ist, dann muss man da vielleicht auch heute mal ein bisschen nachlegen. Und zwar Shake It Baby von Next Level Brewing. Hopfen. Artisten aus Wien, Heimbrau-Experten und überhaupt ein super Biershop. Und die haben vor etwas längerer Zeit mit dem Shake It Baby ein Milkshake IPA vorgelegt, was es aus meiner Sicht bis zu dem Zeitpunkt zumindest in Wien noch nicht gegeben hat. Da gab es auch andere, die es jetzt gibt, gab es meines Wissens noch nicht. Es hat sich auch ein bisschen was verändert. Es ist ein, steht auch drauf, Kreativbier mit Laktose, also Milchzucker mit drin, der dem ganzen Bier dann ja noch so eine gewisse Weichheit und Cremigkeit gibt. Natürlich trägt er auch zur Trübung vom Bier bei. Und technischen Daten, 5,1 Volumenprozent Alkohol, das war ein bisschen mehr früher. 22 Bittereinheiten, auch das hat, glaube ich, ein bisschen zugenommen. Und 15,8 Plato, auch das ist ein bisschen nach oben gegangen. Also man hat da offensichtlich an dem Rezept ein bisschen geschraubt. Mag auch daran liegen, dass vielleicht sich die Zutaten geändert haben. Da kann ich mich jetzt nicht mehr 100% dran erinnern. Pilsner, Weizen, Carapilz und Hafer ist mit drin. Amarillo, Mosaik und Vic Secret sind die Hopfensorten. Auch da muss ich sagen, ich weiß es nicht mehr, was damit drin ist. Auf jeden Fall, diese Hopfensorten klingen jetzt mal sehr nach meinem IPA-Herz und deswegen, glaube ich, zögern wir keine weitere Sekunde. Doch eine kurze Sekunde zögern wir noch. Bottle Cap in die Kamera und dann Shake It Baby. Ah! So. Schauen wir mal, wie das sich optisch hier anlässt. Milkshake wurde versprochen und wie schaut ein Milkshake aus? Ein bisschen blass und schöne Farbe und dieser Milkshake schaut aus wie blass, getrübt und eine schöne Farbe. Es ist so ein bisschen wie ein hellerer Orangensaft. Schöner weißer Schaum oben drauf, zwei Finger breit, cremigst. Kriegen wir auch schön ans Glas gehängt. Kohlensäure ist mit Sicherheit drin, aber ob die aktiv im Glas ist, kann ich jetzt hier aus nicht ausmachen. Nee, ist also, oh, da ist so eine schöne Mandarinennote drin, an die kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ansonsten ein bisschen tropische Frucht, Mango, Ananas, Zitrusfrucht natürlich allgemein. Gewisse Süße auch. Und man, ich würde jetzt sogar mir einbilden, so ein bisschen Weizenmalz in der Nase zu haben, aber in diesem Sinne, cheers. Ja, nee, das ist der Grund, warum ich diese Milkshake IPA so gern mag. Und du machst den ersten Schluck und du merkst so, yes, schön weich, schön cremig. Da tragen natürlich neben dem Milchzucker auch noch das Weizenmalz und der Hafer dazu bei, aber das ist einfach, das kommt schon so richtig cremig daher, ohne dass es jetzt so voluminös gibt, obwohl das ein schön vollmundiges Bier ist, aber das ist so ein erster Eindruck, wo man sagt, ah, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und natürlich schön fruchtig, auch hier auf der einen Seite tropische Frucht, auf der anderen Seite Zitrusfrucht, wieder so ein bisschen Mandarine mit dabei, Mango, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen Maracuja. Also da ist schon viel fürs Geld geboten. Wenig bittere. Das sind ja auch die, was haben wir gehabt, 22 Bittereinheiten. Die sind ja jetzt nicht so, dass man sagt, da geht richtig die Post ab. Wirkt ein bisschen mehr. War auch beim letzten Mal schon so. Da hatte ich so das Gefühl, na, das spielt eher in so einer Liga 30, 35. Jetzt nicht, dass wir irgendwo abdriften. Aber es ist schon ein bisschen mehr. Es ist auch von der
Von der Juiciness her sehr angenehm. Es hat eine schöne Saftigkeit und vollmundig, saftig. Was willst du eigentlich mehr? Auch Weizenmalz, so geschmacklich macht sich ein bisschen bemerkbar. Mit schöner mittlerer Körper, angenehm cremige Kohlensäure-Textur, nicht so intensiv. Die Kohlensäure finde ich sogar ein bisschen zurückhaltend und das passt auch wieder sehr, sehr gut zu diesem weichen, cremigen Geschmack. Und so geht es dann letztendlich auch hinten in den Nachtrunk rein. Hat schöne Fruchtigkeit, so will man es dann am Ende des Tages haben. Und die New England-Freunde sind natürlich mit sowas dann richtig gut bedient. Ich finde es ein nach wie vor sehr, sehr geiles Bier. Shake It Baby in der Support Your Local Brewery-Serie von ProbierTV. Für dieses Bier gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Shake It Baby Milkshake IPA in der neuen Rezeptur. Und guter Grund ist eben, wie gesagt, auf den Kanal zu bringen. Dann sei euch, wie gesagt, nicht nur das Milkshake, das Shake It Baby von Next Level ans Herz gelegt. Ihr könnt das im gut sortierten Bierfachhandel kaufen und natürlich auch im Bierstore Vienna von den Jungs selber in der Wilhelmstraße. Da sollte hoffentlich noch was vorrätig sein, bevor ich jetzt da was verspreche. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen am Polish Beer Friday wieder und hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.